Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Motorrad-YouTube-Kanal. Vor mir steht die neue Honda CB57 Hornet, um es ganz genau zu sagen. Vielleicht eines der wichtigsten Modelle fürs kommende Jahr, für den Motorradjahrgang 2023. Warum? Honda hat ein ganz frisches, geiles Nakedbike gebaut. Was haben wir hier? Wir haben 755 Kubikzentimeter aus einem rein Zweizylinder, wen wundert's, rein Zweizylinder, aber mit dem ganz üblichen 270 Grad Hubzapfenversatz. Sprich, der rein Zweizylinder hört sich an wie ein V-Motor. Wir haben 92 PS maximal in der Spitze und Honda verspricht uns ein Gewicht von 190 Kilo. Schon mal Zutaten, die sich äußerst lecker anhören und natürlich auch richtig Spaß machen, weil wir durften heute schon den ganzen Tag hier rund um Almería in Spanien fahren. Was aber noch viel, viel spannender ist, Honda wird das Motorrad in Deutschland für 7.890 Euro verkaufen, so wie es hier steht, also blank in der Serienausführung. Das sind weniger als 8.000 Euro für 92 PS. Das klingt auf jeden Fall schon mal richtig heiß. Und für diese Kohle gibt es natürlich eine ganze Menge bei Honda. Das Motorrad wird in Japan gefertigt. Wir haben vorne eine Showa Big Piston Fork, wir haben hinten ein Showa Federbein, vorne Federelemente nicht einstellbar, hinten könnt ihr die Vorspannung in 5 Stufen einstellen. Wir haben ein TFT-Display, natürlich mit Konnektivität, sprich ihr könnt euer Smartphone ähnliches koppeln, braucht dazu aber die App von Honda. Wir haben verschiedene Fahrmodi, die reichen von Sport über Standard und Rain bis hin zum Rider-Mode. Im Rider-Mode könnt ihr die Fahrassistenzen, die es auch gibt, programmieren. Fahrassistenzen heißt bei Honda, wir haben 3 verschiedene Powerstufen. Die regeln nicht, wie viel Power der Motor an sich hat, sondern es steht in jedem Fahrmodi oder jeder Powerstufe stehen 92 PS zur Verfügung, sondern die sagen nur, wie der Motor anspricht. Und da könnt ihr halt wählen, ob es sehr direkt ist, sehr sportlich, sehr knackig oder etwas zurückhaltender, entsprechend einstellbar in 3 Stufen. Wir haben eine TC, die ist zusammen mit der Wheelie-Kontrolle gekoppelt, auch die in 3 Stufen einstellbar oder im Rider-Mode dann sogar ausschaltbar. Und wir haben noch das Motorbremsmoment, das könnt ihr ebenfalls in 3 Stufen einstellen. Also von daher ein sehr rundes, cooles Paket. Und jetzt natürlich viel wichtiger, wie ist es heute gewesen, wie war es auf den Straßen rund um Almería? Und was soll ich sagen, eine Honda ist eine Honda ist eine Honda. Draufsetzen, wohlfühlen, das Ding macht ab dem ersten Meter Spaß, es gibt keine Rätsel, alles funktioniert so, wie es sein soll. Wir haben einen sehr bequem gekröpften, breiten Lenker, der passt sofort. Wir haben einen super tollen, schmalen Knieschluss, also selbst lange Leute wie ich mit 2 Metern haben da noch genug Platz, um ihre Knie zu verstecken, kürzere natürlich auch entsprechend. Wir haben relativ schmale Fußrasten, dass so schnell nichts aufsetzt. Funktioniert sehr, sehr gut das Motorrad. Allerdings vielleicht ein ganz kleiner Kritikpunkt, das war für mich heute beim Fahren so ein bisschen das Ansprechverhalten des Motors. Er geht doch sehr direkt ans Gas, vermutlich halt wegen der strengen Abgaswerte, die man halt irgendwie einhalten muss. Heißt, wir müssen sehr stark abmagern, das Gemisch. Und ich habe dann den Motor die ganze Zeit sozusagen in der geringsten Powerstufe gefahren. Das heißt, Power vom Ansprechverhalten vom weichesten und habe auch die Motorbremse am meisten zurückgenommen. Und dann hat das Ganze doch sehr, sehr gut funktioniert. Fairerweise muss man sagen, Honda hat uns die Testmotorräder heute noch ausgestattet mit einem Blipper. Quickshifter mit Blipper, also sprich, ihr könnt hoch und runter schalten, ohne dass ihr zur Kupplung greifen müsst. Der Kupplungshebel leider nicht einstellbar, aber ansonsten sehr leichtgängig die Kupplung. Und ja, das hat natürlich mächtig Spaß gemacht, auch wenn der Blipper vielleicht ein klein bisschen zu hart anspricht. Auch da wieder, man braucht relativ starke Fußkräfte, um dann das Getriebe zu betätigen. Aber auch da könnt ihr hingehen im TFT-Dashboard und könnt den Blipper sozusagen in 3 Stufen noch einstellen. Auch da war für mich wieder Soft die beste Wahl. Und ich muss sagen, die Honda den ganzen Tag, auch wenn es hier so ein, zwei kleine Kritikpunkte gab, hat wirklich richtig, richtig gut funktioniert. Es ist vielleicht nicht so ein Feger, sage ich mal, à la KTM Duke 97, 98 oder so weiter, aber es ist ein richtig, richtig gutes Mittelklasse-Motorrad, was bis hin zu turnsportlichem Tempo wirklich narrensicher fährt, was keine Rätsel aufgibt, draufsetzen, wohlfühlen, losfahren, Spaß haben, keine Überraschungen. Eigentlich richtig, richtig gut für alle, die einsteigen wollen mit dem Motorrad, weil 92 PS könnt ihr natürlich auch auf A2 drosseln oder die praktisch dann halt vielleicht vom A2-Führerschein von der 48 PS-Klasse dann aufsteigen auf was Offenes. Also von daher denke ich, 92 PS in der Klasse für knapp unter 8.000 Euro mit den Zutaten, die Honda hier aufgefahren hat, TFT-Display, einstellbare Fahrmodi, einstellbare TC, ETC, alles drin, alles dran. Ein ganz heißes Angebot und ich würde sagen, guckt auf jeden Fall mal drauf, weil von mir gibt es für das Motorrad auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben.
Das war es erstmal. Erster Eindruck aus Almeria. Demnächst natürlich mehr im Vergleichs- und Top-Test oder ähnlichen Sachen. Also bis dahin, macht's gut und tschüss.